Das ist das. Also du hast mir dein Thema Windows, das kam mir eine neue Idee. Danke, das soll dir helfen. Nee, danke, danke. Wisst ihr noch, was politischer Aschermittwoch ist? Martin hat es eigentlich gut vorgemacht. Wir schlagen auf die Gegner ein. Und auf uns selbst. Ah, wer ist der Gegner eines Piraten? Wer ist der größte Gegner eines Piraten? Der Kossar. Der Pirat. Der Amtsträger. Der Amtsträger bei den Piraten. Also, wir schlagen auf wen schlagen wir ein? Auf die Piraten. Das ist doch das Richtige. Und was sind die Piraten? Die sind IT-affin. Thema Windows war vorher auf dem Tisch. Gucken wir uns mal die Piraten an. Operating System. Windows. Es wird langsamer. Es wird langsamer. Immer schlechter. Es tut sich nichts mehr. Wie heißt der alte Spruch bei Windows? Reboot tut immer gut. Was waren die Messages, die ich gehört habe in letzter Zeit? Neustart, Neustart, Neustart. Kenne ich doch irgendwoher. Sind wir wirklich dabei, Windows nachzumachen? Sind wir da wirklich dran? Dann muss man ein bisschen besser aufpassen. Es gibt noch ein paar andere Verfahren. Meine Präferenz hier wäre ein Defrag. Etwas die Reibung zurückfahren. Etwas weniger Reibung, etwas smoother. Und vielleicht den einen oder anderen Prozess, der hier rumhängt und Zeit frisst, schlag ihn tot. Mach den Prozess raus. Pass auf, dass dir keine Loks hängen bleiben. Sonst geht's auch nicht weiter. Da hast du einen Prozess weg. Oder im schlimmsten Fall, und so haben wir schon angefangen, die alten Unix-User kennen das Thema. Was bleibt übrig, wenn ich versuche, einen Prozess zu killen? Zombie. Ein Zombie, richtig. Haben wir nicht noch genügend Zombies rumsitzen? Ja. Also die Frage hebt sich nochmal. Wie gehen wir vor? Defragmentieren? Sind wir Windows? Neu starten? Sind wir Windows? Riskieren wir es, dass wir ein paar Zombies rumsitzen haben, wenn wir die Prozesse abschießen, die zu nichts mehr nütze sind? Das Ganze wäre natürlich auch mit dem alternativen System zu hinterfragen. Die Frage ist es hilfreich? Ein bisschen habe ich in letzter Zeit im Netz rumgewühlt und stoß drüber, dass es tatsächlich ein paar denken, mit alternativen Prozessen was machen zu können. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob das wirklich hinhaut. Alternatives System, kleine Maschine, vielleicht. Meine Idee heißt wirklich Reibung zurückfahren. Das war's.